Welche Rolle spielen die öffentlichen Bauten bei einem nachhaltigen Gebäudepark? Also die Öffentlichkeit sollte ihre Vorbildfunktion wahrnehmen, ein Vorbild sein für die öffentlichen für die nachhaltigen Bauten. Und damit ist es auch eine Pionierrolle und eine First-Mover-Rolle und sollte die Entwicklung anstoßen können. Was macht nun der Kanton Zürich konkret? Kanton Zürich hat einen Baudirektionsstandard für nachhaltiges Bauen, wo verschiedene Maßnahmen festgelegt sind. Er orientiert sich dabei an den bekannten Standards, insbesondere im Energie, der ja auch im Kanton Zürich entstanden ist. Das ist die Praxis, wird die schon umgesetzt? Es ist natürlich in der Praxis immer so, dass wir Gebäude haben, die noch nicht optimal sind, aber wir bewegen uns in die richtige Richtung und wir haben auch schon einige Bauten realisiert, insbesondere das hier gezeigte Beispiel der Stampfenbachstraße 30 in Zürich.